Hey Leute, seid ihr bereit für das neueste Kapitel im Leben von Michelle und Eric Philippi? Die beiden sind nicht nur ein ungewöhnliches Paar, sondern auch eine wahre Antwort auf all die Hater dort draußen. Stellt euch vor, Michelle ist 52 Jahre alt und Eric ist 27. Diese ungleiche Beziehung hat eine Menge Hassnachrichten ausgelöst, aber hier ist das Überraschende, ihre Liebe wird mit jedem negativen Kommentar stärker. Es scheint, als hätten sie den nächsten großen Schritt gewagt. Sind Michelle und Eric Philippi etwa auf dem Weg zum Altar? Die Bild berichtet, dass das Paar gestern bei der Generalprobe für die ARD-Show Schlagerboom Open Air, die Stadionshow in Österreich, verraten hat, dass sie sich verlobt haben. Eric soll gesagt haben: "Vor einem Jahr haben wir genau hier bekannt gegeben, dass wir uns gefunden haben und ein Paar sind. Wir sind durch die tiefsten Tiefen, aber auch die höchsten Höhen gegangen. Und ich möchte mit dieser Frau den Rest meines Lebens verbringen. Deshalb habe ich ihr vor circa 2 Monaten die Frage aller Fragen gestellt. Und Michelle? Sie hat natürlich freudestrahlend Ja gesagt. Die Frage ist jetzt, werden sie es heute Abend offiziell in der Show verkünden? Im Fernsehen, vor ganz Deutschland. Aber das ist nicht alles. Neben Verlobung und Hochzeit scheint auch das Thema Kinder schon geklärt zu sein. Michelle hat verraten, er ist 27 und er hat natürlich jedes Recht darauf zu sagen, ich möchte eigene Kinder haben. Wir haben so viele Kinder, denen es schlecht geht, dann damit auch noch was Gutes zu machen, das kommt für mich absolut in Frage. Der Altersunterschied von 25 Jahren ist für die beiden kein Problem, aber für Außenstehende oft ein Thema. Die Hasskommentare? Die nehmen sie mit Humor und machen sich sogar selbst darüber lustig. Eric hat nur einen Wunsch, dass ich 25 Jahre weniger mit dieser Frau auf der Erde verbringen kann.